Im Grunde ist es ganz einfach. Was du hier links siehst, das ist die richtige Anordnung der Kontinente. Darum kann man zum Beispiel hier von Russland nach Amerika fliegen auf dieser Route. Ja, und hier ist Europa. Ach, also das ist Land, das L hier steht für Land und das W steht für Wasser. Und diesen Bereich hier. Okay, schau, das Ganze ist, wie gesagt, wir befinden uns im dreidimensionalen Raum. Aber dieser Raum, diese Dimension, die hört nicht einfach auf. Es ist ja ein System. Das ist wie, wenn du, schau, 1 und 1 ergibt 2. 2 plus 1 ergibt 3. 3 plus 1 ergibt 4, 4 plus 1 ergibt 5. Wo hört das auf? Das hört nie auf. Es ist ein System, aber man hört irgendwann auf zu zählen. Und was wir hier haben, ist der Bereich mit Land und Wasser und darauf folgt Eis. Eis umschließt das alles. Und würde man hier weitergehen, okay, dann wird es einfach immer, es gibt mehr Eis, es wird immer kälter und es gibt immer weniger Licht, es wird immer finsterer. Und irgendwann bist du dann in der völligen Finsternis. Das bedeutet nicht, dass das hier Ende ist. Und da ist einfach quasi kein Inhalt mehr. Aber die Dimension hört nicht einfach auf. So wie das hier beim Modell hier mit der flachen Erde der Fall wäre. Da ist nicht eine Kante oder sowas. Man kennt ja dieses klassische Argument, wenn die Erde eine Scheibe wäre, dann würden die Schiffe einfach runterfallen. Okay, im Gegenteil, wenn die Erde eine Kugel wäre, dann würden die Schiffe einfach runterfallen. Und zwar ab diesem Bereich hier. Hui! Natürlich hat man dann diese Kräfte, um das zu erklären, warum fällt das Schiff nicht runter? Ja, Gravitation und sowas. Und das führt dann zur Vorstellung, dass die Leute hier so stehen, während sie hier unten quasi auf dem Kopf stehen. Aber die Gravitation hält sie ja an Ort und Stelle. Okay, das ist Quatsch. Und wenn man sich diese Karte hier anschaut, das ist quasi der Ableger dieser Vorstellung der Kugelerde. Weil wenn ich hier von Amerika noch nach Russland will, hierhin, ja, wie soll das gehen? Ja, klar, muss ja eine Kugel sein. Okay, also das ist der Ableger von diesem Modell. Diese Anordnung der Kontinente, wenn wir das so betrachten, ist falsch. Hier ist es richtig dargestellt. Und man kann diesen Raum, diese Dimension, die Dreidimensionalität, diesen Raum kann man nicht verlassen. Darum kann man auch nicht die Erde von außen fotografieren. Okay, du kannst einen Raum, den du nicht verlassen kannst, kannst du auch nicht von außen fotografieren. Du kannst ihn aus einer bestimmten Höhe fotografieren. Das ist schon möglich. Und das ist es ja, was sie tun. Aber es gibt keine Fotos der Erde im Weltall, weil die Erde im Weltall so nicht existiert. Sondern sie machen Fotos aus einer bestimmten Höhe und dann formen sie daraus eine Kugel. Und dann machen sie nachher diese Kugelform. Das ist das, was du bei der ISS siehst. In diesen Videos. Jene, die nicht völlige Animation sind. Wenn du Aufnahmen siehst, okay, dann formen sie nachher eine Kugel. Und das wirkt dann so, als würden sie um die Erde fliegen. Und die Sonne, was will ich sagen, die Erde kreist um die Sonne. Nein, natürlich nicht, sondern die Sonne kreist so, um den Nordpol quasi. Der Nordpol ist hier im Zentrum. Okay, und so kreist dann die Sonne. Und entsprechend ist dann Tag und Nacht, je nachdem, welchen Bereich sie gerade beleuchtet.
Okay, das ist alles im Prinzip wie ein Uhrwerk. Ja. Und der Nordpol ist im Zentrum des ganzen Geschehens. Und wir haben am Nordpol hier Eis. Und wir haben am Rande des Geschehens hier, wir sind auch umgeben von Eis. Und wie gesagt, wenn man hierhin ginge und weiter ginge, es wird einfach nur Eis und es wird immer finsterer. Die Finsternis nimmt immer mehr zu. Bis du quasi ins Nichts dich begibst. Aber da ist keine Kante oder sowas. Wie hier im Ding, in diesem Modell hier zu sehen. Und dann ist da das Universum und Stuff und die Erde ist im Universum. Nein! Die Erde schwebt nicht in irgendeinem Universum. Im Gegenteil, das Universum befindet sich, das was wir Universum nennen, das befindet sich oberhalb der Erde und es rotiert hier. Das heißt, letztlich das Universum dreht sich über der Erde. Und genau das ist es auch, was du siehst, wenn du zu den Sternen hochschaust. So, ich meine, das ist im Wesentlichen das, aber das bedeutet nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Das nährt eine falsche Vorstellung, nämlich dieses Bild hier. Und das ist falsch. Sondern es geht einfach weiter, nur es ist dann nur noch Eis und Finsternis. Ja, das mal hierzu.